brauche noch Vorwölbung der Haut mit 5 Buchstaben. Erstes ist ein B. Franz Bauch. Ach so. Ja. Muss auch mal selber nachdenken. Frühstück bei Stefanie. Es ist ja, wie es ist. Steffi, machst du mir Mettbrötchen? Nee, muss ich ja schmieren. Mich und sogar nehmt ihr selber, ne? Heute ist Großkampftag. Wieso? Ja, am Wochenende kommt ja Volker und bis dahin muss denn der Alltag erledigt sein. Was meinst du denn, Steffi? Ja, wir leben ja nur eine Wochenendbeziehung. Morgen Abend gehen wir dann schon schön essen. Ja, schön. Ja, Samstag um 7 raus aus den Federn, ne? Mit Rocky dann noch raus. Dann kommt Volker schon mal mit, Brötchen holen. Schön romantisch frühstücken, danach in der Wanne mit Schwimmkerzen und Rosenblätter. Danach Partnermassage. Naja, und dann ist auch schon bald 8:30 und dann wollen wir schön in die Stadt. Was? Das ist ein dichtes Programm. Ja, was wollt ihr denn in der Stadt? Also. Trifft man sich vielleicht? Nee, Udo, das geht denn ja von unserer gemeinsamen Zeit ab, ne? Wir wollen schön auf den Weihnachtsmarkt. Vorher darf er sich eine Dittelmaus aussuchen. Ja. Da lassen wir dann was Schönes raufsticken. Dann wollen wir noch bummeln, mittags schön essen gehen. Dann spazieren gehen romantisch. Dann schön Kino, Twilight. Ja, das hier jetzt ein Must-Have, wa? Dann schön Kaffee trinken. Abends dann nochmal schön essen gehen. Sonntag wollen wir brunchen. Du, wo seid ihr denn an brunchen? Udo, vergiss es. Denn noch in der Eisdiele, Adventsbecher und abends dann noch mal schön romantisch essen gehen. Und dann fährt er auch nach Hause. Ja, das ist ja eine Rallye Romantika, du. Kreislauf des Grauens, wenn du mich fragst. Wie bitte? Es kann ja nun nicht immer nur Honeymoon und Eitheit sein. Man möchte doch auch mal seine Nöte und Sorgen teilen. Was hast du denn für Sorgen? Ja, was weiß ich, dass ich mich denn auch mal Marion anvertrauen kann, ne? Du, Marion, ich fürchte, der Tag ist nicht mehr gut. Du was denn? Georg, und genau diese Alltäglichkeiten will man ja nur gerade aus einer Wochenendbeziehung raushalten. Ja, Wochenendbeziehung. Unter der Woche kannst du ja nur als Paar sowieso nicht mehr viel machen. Wer sagt das denn? Also komm, montags ist Plassberg, Dienstag sitze ich auf Lok und fahr Bahnstrecken ab auf DVD. Wie? Da ist wenig Platz für Gespräche. Allein schon. Ja, ich bin gerade in Baden-Württemberg unterwegs. Traumhafte Landschaften. Ja. Ja, Mittwoch ist Zwiegert. Und so weiter und so weiter. Ja, bei uns ist eben dies Wochenende dafür was ganz Heiliges. Du, jetzt nimm mal Toast Hawaii. Was? Nee, weil ich zwinge mich, nur einmal in der Woche ein Blech Toast Hawaii zu machen, weil dann bleibt es was Besonderes. Ja. Dieser Zauber. Ah, schön. Auf der anderen Seite esse ich fast täglich Hackfleisch. Und das ist dann aber auch wieder dies Vertraute. Wie? Was du eben meintest, Georg. Du, hör mal. Also, sag mal. Wenn du jeden Tag Sellerie frisst, ne, dann hast du aber Tinte auf dem Füller. Also Leute, hier ufert ja jedes Gespräch aus. Ja, was? Hier ufert jedes Gespräch aus. Das stimmt aber. Magdalena, da. Ich brauche noch früher als erwartet mit 5 Buchstaben. Ja, heute. Das passt. Frühstück bei Stefanie. Es ist ja, wie es ist. Steffi, machst du mir Mettbrötchen? Nee, muss ich erst schmieren. Milch und Zucker nehmt ihr selber, ne? Was gibt's Neues? Du, hier steht, die Deutschen wünschen sich häufiger ein Dankeschön und Anerkennung vom Partner. Du, da kann ich mich bei Volker wirklich nicht beklagen, ne? Heute Morgen habe ich schon eine SMS gekriegt. Danke, dass es dich gibt. Ja, süß. Nee, er lässt sich da wirklich vieles einfallen, ne? Dann macht er mir mal so ein I love you Hafti unter die Schuhsohle. Das sehe ich dann erst am nächsten Tag. Oder jetzt Sonntag, da habe ich ihm die Käserinden beim Frühstück abgeschnitten. Ja, macht meine Mutter auch. Ja, hat er mir gleich aus den Rändern ein Danke gelegt. Guck mal an, also, auf so einen hast du doch immer gewartet. ja, hinterher saß ich auf dem, also im WC und dann klopfte noch mal an die Tür. Ich liebe dich, du bist meine Prinzessin, danke für das schöne Frühstück. Also, da habe ich mich dann einen Moment taub gestellt. Ah. Dann klopft er wieder, liebst du mich auch? Dann sag ich, Volker, ich muss gerade mal. Dann war ein bisschen beleidigt. Opa. Naja, dann habe ich mich entschuldigt. Dann schreibt er an meinen Spiegel, danke für dein Verständnis, ich liebe dich, du bist meine Prinzessin. Mhm. Mit meinem besten Lippenstift. Yeah. Ja, das ist ja die reinste Gänsehautbeziehung. Donnerwetter, du. Naja, ich leg Marion ja auch immer so kleine Zettelchen hin. Herr Ahlers, romantisch. Ja, da steht ja drauf. Mhm. Rezept abholen, Paket zur Post, also, Haarmilch ist alle. Sag mal. Ja, und wenn du das denn machst, dann setzen wir uns abends zusammen, wenn ich von der Streife komme. Wo? Was? Also jetzt von spazieren gehen. Und dann nicke ich die einzelnen Punkte ab und natürlich sag ich dann auch mal. Ah, so fein gemacht. Naja, für mich ist wichtig, dass mein Partner mich auch mal überrascht und auch mal was macht, mit dem ich nur gar nicht gerechnet habe, ne? Dann sag ich gerne Danke. Meinst du, meine Mutter hat sich schon mal bedankt, wenn ich die Leberwurst wieder in den Kühlschrank packe, nachdem ich mir einen Toast gemacht habe? Nee, was? Das sind doch diese kleinen, überraschenden Gesten, was du sagtest. Oder neulich habe ich die Uhu-Tube wieder zugemacht.
Oder einmal habe ich ja das letzte Klopapier verbraucht. Da habe ich spontan eine neue Rolle eingehängt. Ja. Aber von ihr kommt nichts. Oder? Ja, nee, muss ich auch mitleben. Du, mein Nachbar hat einen Maulwurf, ne? Ja. Und da habe ich ihn aus bloßer Gutmütigkeit 33 Kilo Propan in das Loch reingeleitet und dann Streichholz dran, ne? Mancher sagt mal Danke und der von einem weiter wollte mich nur anzeigen. Wieso der denn? Ja, weil seine ganze Terrasse angeblich voll mit Grasbrocken war. Franz, also... Wieso? Langsam. Ich sehne mich mal nach Anerkennung. Mach da ein Rätsel. Ich brauch noch Teil vom Schwein mit 4 Buchstaben vorne H und A. Ja, Hack. Jawohl. Kannst auch mal Danke sagen.